Herzlich willkommen zum vorerst letzten Teil des Unboxings von RailRaiders Infinity. In den vorherigen Videos habe ich euch gezeigt, das Grundspiel und das Grundspiel und die eine der Erweiterungen, ja, die guten und die bösen Bots. Das seht ihr in den anderen beiden Videos, die ich vorneweg gebracht habe. Und somit haben wir noch eins offen. Das ist, ja, diese Erweiterung, gute alte Religion. Ja, auch wie die andere Erweiterung, normale Box, so nicht so eine Limited Edition Box. Auch wieder hier unten mit dem Sichtfenster, wo man schon zwei von den Figuren sieht. Rückseite, ja, auch nichts so Spektakuläres, auch wie bei anderen. Ein bisschen kurz erklärt, was der Inhalt ist, ein bisschen Zusammenfassung. Ja. Gucken wir mal, was da drin ist. Der Augenblick kommt näher. Wenig überraschend, sieht genauso aus wie das Inlay von der anderen Box. Wir haben auch wieder unsere neuen Zugabteile, die neuen Waggons, die neuen Spielkarten, unsere Miniaturen, Würfel und auch wieder so eine A4-Anleitung, wie ich denke. Ja. Fangen wir auch wieder an mit den Waggons. Wir haben hier eine Kapelle. Dann haben wir hier eine Lawbot-Wartung. Auch sehr interessant vom Ding her. Ein Leichenwaggon. Auch sehr interessant. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ja, zwei Stück sogar. Das ist verdammt cool. Aber so eine fahrende, so ein fahrender, ja, Zug mit Kapelle und Leichenwagen, schon sehr interessant. Bisschen makaber, wenn man so drüber nachdenkt. Dann auch wieder die Karten. Auch wieder hier unseren zwei Helden und ab da geht's dann weiter. Ja, ein paar von den High Noon Karten, ein bisschen was von der Beute, die was man klauen kann und dann auch wieder die Bot Karten. Und ja, auch wieder eine Referenzkarte, einmal der Prediger und einmal der Sargträger. Kommen wir zu den Figuren. Wir haben hier die erste, die Mutteroberin. Ja, Mutteroberin heißt die. Ja, also sehr stylisch und sehr passend. Fokussiere nicht so viel anderes. Ja. Und den netten Doktor hier, der mit einem Sarg auf dem Rücken rumläuft. Einen netten, ziemlich vermummten Bot. Hier die Sargträger. Die einen Sarg als Schutzschild haben. Ja. Also bei denen möchte ich auch nicht landen, wenn die mich beerdigen wollen. Wenn die einen so als Schutzschild benutzen, ja, wie im ersten Video auch schon erklärt, ja, relativ wenig Gussgrade, die man entfernen muss, falls man die Figuren anmalen möchte.
Falls ihr solche angemalten Figuren sehen wollt, sagt auch Bescheid in den Kommentaren. Dann kann ich davon welche anmalen und